Hallo Leute und willkommen zurück zu einem neuen Markenvideo. Im heutigen Tutorial zeige ich euch, wie ihr die grundlegenden Steuerelemente und Gesten auf Apple Vision Pro verwendet. Schaut euch das Video also unbedingt bis zum Ende an und befolgt diese einfachen Schritte. Im Grunde müsst ihr also zuerst Apple Vision Pro einrichten und dann mit Apple Vision Pro arbeiten. Dies ist eine Anleitung von den offiziellen Websites von Apple zur Verwendung einiger grundlegender Gesten und Steuerelemente für Apple Vision Pro. Die Hauptaktionen sind im Grunde Tippen, Berühren, Zusammenziehen und Halten, Zusammenziehen und Ziehen und natürlich Scrollen oder Wischen. Wie ihr also sehen könnt, sind das im Grunde einige Abbildungen, die euch zeigen, wie ihr tippen könnt. Im Grunde müssen wir also nur mit unseren beiden Fingern, den Zeigefingern, eine Art Ring bilden. Sie können darauf tippen. Das nennt man Tippen. Und ein Doppeltippen. Sie müssen diese Bewegung nur nachrahmen, aber doppelt tippen. Und natürlich sollte das Doppeltippen visuell sein oder auf der visuellen Stütze visualisiert werden. Sie müssen also nur Ihre Hände sehen und mit dem Doppeltippen beginnen. Dies ist Zusammenziehen und Halten. Im Grunde haben Sie also alle dieselbe Form oder Fingerform, aber Sie führen unterschiedliche Bewegungen aus. Es gibt also Tippen, Doppeltippen, Zusammenziehen, Drehen, Zoomen und Zusammenziehen und Ziehen. Im Grunde hat jedes davon eine bestimmte Funktion. Wenn Sie tippen, müssen Sie nur Optionen auswählen und Apps öffnen. Und wenn Sie auch berühren, können Sie mit dem Tippen und Interagieren beginnen. Mit Erfahrungen wie der Tastatur des Apple Fish Pro müssen Sie nur die Zeichen oder Buchstaben berühren und schon beginnen Sie mit dem Tippen. Und beim Zusammenziehen und Halten können Sie anfangen, Elemente zu ziehen, wie hier. Im Arbeitsbereich müssen Sie nur auf diese Linie tippen und sie ziehen, um Ihren Arbeitsbereich anzupassen. Sie können mit dem Verschieben der Fenster und der Größenänderung beginnen. Und natürlich gilt das Betätigen und Ziehen, das wir erwähnt haben. Wenn Sie die Betätigung der Finger auf der Navigationsleiste ausführen, können Sie mit dem Scrollen in Ihrer Navigationsleiste USF beginnen. Und es gibt die Wischfunktion. Damit können Sie schnell scrollen, ohne das Scrollen zu steuern. Das ist also im Grunde alles. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.